Seht ihr Leute, was wir für euch haben. Denn wir Tiere von Tripsdrill wollen euch etwas fragen. Eure Freunde sind hier Tiere, wollt es immer sein. Darum seid auch unsere Freunde, ihr Menschen groß und klein. Liebe Stallmitbewohner, heute willen wir über unsere neue Vegetarierverei Las Leber e.V. sprechen und die Wahlen zum Vorstand. Gesundheit, Herr Seile! War ich, was der Sepp Seile sagt? Gesundheit, du schwäbischer Sauber, du! Ja, danke allerseits. Und ganz besonders dir, Rudi Resse. Wenn du auch selber strikter Bayern-Party bist. Da hinten zieht es aber auch manchmal wie Hecht auf, hä? Ich muss laufend aufpassen. Dass mir die Milch nicht sauer. Oder? So geht's halt, wenn man bloß eine Haut oder ein Fell auf dem Ranzen hat. Und keine Federn. Da läuft ein Krieg mal der Rotz. Unser Herr Bibel ist auch sonst der Angeber ist. Aber wo er recht hat, hat er recht. Also liebe Frau Getzle, wenn Sie zu meinem Mann Angeber sagen, bloß weil er seine Zeit an Sachen drehen muss, dann sind Sie für mich nicht mehr die Frau Getzle, sondern eine ganz saudumme Gans. Dann auch, Frau Bieberle, jetzt verbitte ich mir. Und da braucht ihr dann die tolle die zum Hinne. Gar nicht so saublich zum Gacken. Also, liebe Gebieter, ihr findet ja so schlimmer wie unsere Kinder. Aurora, hörst du auf und gehst von dem Mist weg. Übrigens, was heißt da so blöd, Herr Gänzle? Das verbitte ich mir. Keine Sau ist dumm. Nix für ungut, Frau Seile. Ich hab's nicht so gemeint. Das ist halt so. So blöde Redensart. Ich weiß auch nicht, wo die überhaupt herkommt. So gut, Herr Gänzle. War ja alles bloß, weil mein Eberhard einmal nicht hat. Dabei müssen wir doch heute unbedingt. Mike, lass es! Wie hat es? Über unseren neu zu gründenden Vegetarierverein Lass mir Leber e.V. schwätzen. Kennen Sie, Herr Bückle? Vegetarierverein muss her. Sonst ist der Stall bald ratzfatz leer. Fast alle sind mir sehr bedroht. Da wachst du morgens auf und merkst, bist tot. Ich für mein Teil bin lieber lebendig als der Bockwurst. Wie der Schiers Friede, der Bickli. Wenn Sie sonst nicht so stinkert haben, denn ich sage, Sie haben einen sehr guten Geschmack. Ja, der Bäckle, an dem ist ein großer Dichter und Stinker verloren gegangen. Aber bei eurem Vegetarierfrust mach ich bloß mit, wenn die Mäuse und die Spatze auch zum Vegetarienessen erklärt werden. Miau. Da
Oh, ich bekomme ja Schwester, Frau Mina-Rusi. Die Ausnahmen bestätigen ja immer die Regel. Aber vor allem, wenn es handscharfe Spatzen sind. Aber mein Rosa, der den ich schon immer ein paar Guschen voll Milch abgebe, dass sie nicht verhungert hätten. Liebe Stallgenossinnen und Genossen! Waschi! Ja, was ist jetzt das, was? Gesundheit, Herr Säule! Säule, es ist doch klar, dass wenn man Genosse sagt, dass man noch gleich wieder schniefen muss. Dann fliegt der Freimor eben aus der Hand. Oleg, Säule, sei bloß nicht so frech zu deinem Vater sonst. Der Säule, der ist missgestimmt, weil seine Kinder Pferde sind. Nicht nur seine Frau, die Sau alleine. Nein, die Verwandtschaft, alles Schweine. Ha, so ein Taube hin. Kein Wunder, leg die lauter vor mir Eier. Hallo, Ochs, Blitz, hin ein Kipp und Hafer selber. Jetzt ist ja Ruhe. Jetzt halt ja der stärkste Gaul nicht aus. Helvo die Rössle. Und deswegen übernimmst du jetzt das Kommando. Denn du musst Götter und niesen. Und außerdem bist du als bayerischer Saufreich sozusagen ganz neutral. Was heißt denn da Saufreich? Herr Ixe, pass auf, sonst dreh ich dir deine Hirne auf halb sechse. Hallo, Otto Ixe, jetzt lass gut sein. Du weißt doch, der Gescheitere gibt nach. Also, Ochs, gib du nach. Ich denk, der Herr Säule hat's auch gar nicht so gemeint. Nicht wahr, Eberhard, oder? Na ja, das ist halt schon immer wieder eine saublöde Situation. Jetzt sage ich schon selber so saublöd. Ich möchte bloß bitte, wo der Begriff herkommt. Miau, ich glaube, mir vorher einmal den Bauer, wenn er nachher zum Füttern kommt, miau, der weiß das bestimmt. Miau. Und am besten, wir machen unseren Bauern gleich zum Präsidenten von unserem Vegetarierverein. Denn der hat ja bei uns sowieso das Sagen. Da beißt die Maus kein Faden ab. Und dann muss er uns einfach in der Luft leben lassen. Denn schließlich bringt ein Präsident auch nicht die eigenen Vereinsmitglieder um. Einfach super. Sau gut, sag ich. Sau gut. Ja, Bengli. Bei sau gut. Passt unser Name jetzt endlich einmal, gell? Gell, Kinderle? Ja, Mama! Herr Bäckle und Herr Seile, wir singen es dem Herr Bäckle am besten vor. Mit unserem Scheirenpurzlerchor. Das ist eine gute Idee. Und passt genau. Wenn ich hier gerade, dass der Bauer kommt. Danke, danke. Welch ein Empfang. Bei euch gefällt mir's besser wie bei meiner Alte daheim. Und deswegen, lieber Herr Bäuerli, haben wir alle Sie zu unserem Vegetarier-Vereinspräsident gewählt. Unser Präsident Bruno Bäuerli, er lebe! Oh! 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 Oh!
kann ich gar nicht mehr. Das hat ich mir mein Leben lang gewünscht. Einmal von irgendjemandem ein Präsident zu werden. Und deswegen verspreche ich, dass ab sofort keiner mehr von euch als Froschbraune in den Gell, Herr Exley, oder in Zukunft Geld, Familie, Wiese, oder als Blut oder Leberwurst verwurzelt. Geld, Familie, Freunde. Wir sagen euch auf Wiedersehen!